Hallo ihr Leseratten, es gibt wieder ein Aussortiert-Video. Ich möchte euch heute wieder ein paar Bücher zeigen, die ich aussortiert. Ich habe insgesamt 4 Bücher, die ich aussortiert habe. Wie gesagt, wenn jemand ein Buch haben möchte, einfach schreiben. Hallo ihr Leseratten, willkommen zu einem Aussortiert-Video der anderen Art. Ich habe es ja in der Wochenvorschau schon angeteasert, dass es diesmal ein bisschen anders verlaufen wird als bisher. Es ist quasi eine Mischung aus aussortiert und weiterlesen, ja oder nein. Und entschuldigt bitte das komische Licht, weil die Sonne geht schon rum und ich hätte ein bisschen früher anfangen müssen, wenn die Sonne noch hier genau reinscheinen soll, aber das habe ich nicht bedacht. Das ist das erste Mal, dass ich hier stehe und dieses Video drehe. Und ihr könnt mir gerne mal sagen, wie ihr dieses Format findet. Zum Ende des Videos natürlich erst, weil ihr wisst ja gar nicht, worum es geht. Ich habe jetzt alle Bücher, die ihr hier seht, angelesen, um zu entscheiden, ist das Kunst oder kann das weg? So war das Motto. Also, will ich es weiterlesen oder kann es tatsächlich aussortiert werden? Ich wäre auch diesmal wieder wirklich ziemlich rigoros. Ich habe gesagt, nee, ich muss jetzt wirklich meinen Sub minimieren. Und einige habe ich dann wirklich nur so ganz kurz angelesen. Und wenn ich schon gemerkt habe, ich habe auf das Buch überhaupt gar keine Lust, habe es gleich wieder aussortiert. Und es gibt auch ein paar Wackelkandidaten, kann ich gleich vorweg sagen. Wo ich schreibe, es wäre gut, aber noch so nichtssagend ist. Oh, ist einiges ein bisschen besser. Mensch. So, fangen wir einfach mal an, würde ich sagen, mit dem ersten Buch, das ich angelesen habe. Wenn ich es rauskriege. Und zwar ist das Korrupt von Bert Kirby. Ja. Und wie ihr seht, es hat kein Klebchen drin. Das heißt, das Buch hat mich so gar nicht angesprochen. Auch wenn es schwedisch ist, glaube ich. Es war irgendwie nicht meins. Der Schreibstil war komisch, die Handeln war komisch und deswegen kann das Buch tatsächlich aussortiert werden. Also wer es haben möchte, sagt einfach Bescheid. Ich verlinke euch hoffentlich alles in der Infobox und wenn nicht, dann schaut einfach selber mal nach. Weil ich bin mir ein bisschen voll, was Infoboxen angeht. Es tut mir leid. Müsst ihr wieder erinnern, aber ja. Das nächste Buch ist Die Feinde von Charlie Hickson und irgendwie, ich weiß auch nicht, es war einfach auch nicht, ich bin nicht so der Zombie-Fan und immer wieder dieses Virus-Gedingse und so weiter. Ich meine, das war bei Resident Evil vielleicht noch ganz witzig, aber alles, was dann so ähnlich ist, ist irgendwie so ein bisschen... Ich habe, glaube ich, ein Zombie-Buch, was ich schon zur Hälfte gelesen habe, was ziemlich gut ist, weil es eben nicht um ein Virus geht und die Zombies auch anders sind. Das will ich auch noch irgendwann weiterlesen, wenn ich dazu komme. Aber... Ja, weg. Ich hatte gerade keinen Käfer. So, das nächste Buch ist Tabu von Cassie Hill, Verzeihung. Und wie ihr seht, es hat ein Klebchen drin und ich fand es gut. Und ich möchte es auch unbedingt weiterlesen. Nicht jetzt sofort. Ich bin gerade überhaupt nicht auf dem Thriller-Trip, aber... Das war auf jeden Fall schon mal ein gutes Buch, zumindest am Anfang. Dann haben wir hier Argwohn, Argwohn, von Jenk Grabowski. Auch das war so, es war jetzt auch nicht so meins, also so gar nicht. Ja, das erste Kapitel war erst ein Prolog, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Das erste Kapitel, ich habe 2 Kapitel gelesen davon, die in anderen Orten spielten, auch in anderen Ländern spielten und irgendwie war nicht so meins. Also wie gesagt, wenn jemand die Bücher haben möchte, na, einfach Bescheid sagen. So, dann Die vergessene Sonne. Das war ein Buch, wo ich nicht wirklich viel angelesen habe, wo ich nur so ein bisschen so die erste Seite oder so gelesen habe, dann aber den Klappentext gelesen habe und gemerkt habe, so gar nicht meine Thematik. Die vergessene Sonne von Christopher Wright und ich sehe so wie Machu Picchu und Inka und Anfang des 20. Jahrhunderts und nein. So. Dann haben wir hier Zwischen Nacht und Tag. Auch das war jetzt nicht so wirklich meins und von Doris Gierke. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich im Lesen gesagt habe, aber ich glaube, da habe ich auch nicht wirklich viel angelesen und es gleich wieder aussortiert. Also ich glaube, nicht mal ein Kapitel. Dann kommen wir zum nächsten guten Buch und zwar Die Bestimmung des Bösen. Und das war, glaube ich, auch der Prolog am Anfang. Ich glaube, es müsste. Nein, das wäre sogar das erste Kapitel. Und allein das erste Kapitel war so... Oh, es ist zwar wie ein Prolog, weil es vor 23 Jahren war, aber das war so, was passiert da? Was ist da los? Und
schon richtig, richtig spannend und deswegen möchte ich das Buch auf jeden Fall weiterlesen. Ich habe gar nicht gesagt, worum es geht. Ne? Also die Bestimmung des Bösen von Julia Korbe. Jawohl, ja. So, dann ein Wackelkandidat und zwar Mary Jane Clark. Versteck dich, wenn du kannst. Das war so okay, aber ich weiß noch nicht genau, worauf ich mich da einlassen müsste, wenn ich es lese. Auch hier war, glaube ich, erst der Prolog. Ich glaube, es war auch ein Prolog. Ja, ein Prolog und ein bisschen vom ersten Kapitel habe ich angelesen. Nicht viel, nur ein bisschen, wie gesagt. Und es war okay, aber ich weiß nicht, worauf es hinausläuft. Deswegen bleibt es erstmal und irgendwann lese ich es und dann kann ich immer noch entscheiden. Ah, es wird dann nicht so ganz meins und dann kann ich es immer noch aussortieren. Dann haben wir Gone Cat von Sam Garson. Garson, habe ich gesagt. Auch. die stumme Zeugin. Und das hat mich eigentlich von Anfang an schon angesprochen. Ein schönes Buch, das ist schön. Aber wie gesagt, es geht hier um diese kleine Miezekatze. Ich finde überhaupt schön, dass ein Foto drin ist von der Katze. Kann man das erkennen? Dann sieht man erstmal meinen Kopf. Katze. Und dann habe ich so aufgeklappt, dachte mir so, noch mehr meins. Hallo, da ist ein Bild von einem, naja, von einem Pier mit Freizeitpark drauf. Das ist ja nur so ein Pier. Spielt in Brighton. Habt ihr euch noch aufbekommen? Und hier ist halt eine Katze, Zeugin eines Mordfalls. Zwar ist hier auch noch nicht viel passiert. Wir erleben quasi einen Privatdetektiv, der im Alter von 48 Jahren der Meinung ist, ich möchte eigentlich kein Privatdetektiv mehr sein, beziehungsweise mein Sohn möchte mehr Zeit mit mir verbringen, meine Frau auch, ich werde jetzt Bibliothekar. Was schon mal so völlig so. Und dann spricht die übrigens die ganze Zeit mit einem Filmplakat, was noch komischer ist, und sagt dann zum Schluss so, ich werde ein schönes warmes Plätzchen für dich finden und klippt dann den Zettel drauf, verbrennen. Weil er sortiert gerade aus, entweder in seine Wohnung bringen oder Haus oder auf die Müllverbrennung bringen. Es ist dann so, okay. Ja, mehr haben wir noch nicht erfahren. Das war das an der Anfang, oder ich will mir nicht erfahren. Aber ich habe mir gedacht, nee, das klingt ein klein bisschen Art Prolog, die erste Seite quasi, was der Tatort und so ein bisschen die Charaktere, die da ein bisschen mit zu tun haben und auch die blutigen Katzenspuren, die man sieht, aber mehr nicht. Und ich finde aber allein dieser Gedanke von dem Buch, dass eben eine Katze eine stumme Zeugin ist und ja, das hat mich angesprochen und deswegen bleibt das Buch auch. Dann haben wir ein Buch, was ich nicht wirklich angelesen habe. Es reizt mich nicht, es reizt mich so gar nicht. Ken Follett, der Modigliani-Skandal. Das Geheimnis eines verschollenen Kunstwerks. Ken Follett. Ich weiß nicht. Brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Habe ich auch nur eine Seite mal kurz angelesen. Dachte ich so, eigentlich habe ich keine Lust drauf, es überhaupt schon anzulesen. Und von daher, nein, in der falsche Richtung. Dahin. Genau. So. das nächste Buch ist Atemlose Stille von Michael Kimball. Ich glaube, ich habe von dem Buch Gutes gehört. Ich habe jetzt, war das auch ein Prolog? Ich glaube, es war auch ein Prolog. Ja, es war ein Prolog angelesen und ein Stückchen vom ersten Kapitel. Aber es reizt mich auch nicht. Auch der Klappentext hinten hat mich dann nicht gereizt, weil wenn ich es so kurz anlese und dann denke ich schon so, dann lese ich halt den Klappentext nochmal durch und gucke, ob das wirklich was für mich wäre. Anhand vom Klappentext zumindest. Aber auch das leidigerweise eher nicht. So. Dann haben wir den letzten Wackelkandidaten und zwar Bleiche Knochen von Gay Longworth. Auch das war, glaube ich, das erste Kapitel, glaube ich, oder? Oder was haben wir? Auch ein Prolog. Es gibt keine wirklichen Kapitel, wie ich festgestellt habe. Den Prolog habe ich gelesen und ja, ist nett, aber nichtssagend. Und deswegen habe ich gedacht, okay, Wackelkandidat, wir gucken mal, wenn ich es lese. Und es hat gerade wieder das Monatstempel drauf, sehe ich gerade. Ja, mal gucken, ob es was ist oder nicht. Und wenn nicht, kann ich es immer noch aussortieren. So, von dem ganzen Regal, was da mal voll war, sind noch 5 Bücher übrig, wobei nur 3 mich völlig überzeugt haben und 2 eben so. Und wow. Zack. Und 7 Bücher, ich kacke gar nicht aufs Bild, haha, 7 Bücher können tatsächlich gehen, sind zur freien Verfügung für jeden, der das Buch haben möchte. Einfach schreien und ja, ich schicke sie euch gerne zu. So,
oder eins oder alle oder nicht. So halt. Aber ich finde sie. Diese Position ist echt. Ich hätte auch die Gardine wegmachen können, ne? Ist egal. Ich muss mich noch hier ein bisschen zurechtfuchsen. Aber eigentlich finde ich das gar nicht. Also ich weiß ja nicht, wie ihr das findet, aber ich finde diese Position hier auch mal nicht schlecht. Ist halt nur was anderes als Hintergrund und so. Und hier gibt es ja auch ein Bücherregal und ich werde jetzt das Bücherregal wieder mit neuen Büchern füllen. Und wenn ich die Bücher ausgelesen habe, zu einem unregelmäßigen Zeitpunkt, weil ich habe mich jetzt quasi gezwungen, heute und gestern und die letzten Tage noch ein paar Bücher anzulesen, weil ich es sonst nicht geschafft hätte. Quasi zu unregelmäßigen Zeiten, also nicht mehr monatlich oder so, werde ich gucken, dass ich die Bücher nach und nach anlese und dann wieder so ein Video mache, wenn ihr das Format mögt, so wie es jetzt ist. Oder ob ihr sagt, nee, lieber dieses Klassische, wo du nur an die Bücher zeigst, so aussortiert hast, der Rest ist eigentlich mal so, interessiert uns gar nicht, kann natürlich auch sein, sagt mir gerne. Aber ich persönlich würde jetzt schon sagen, dass ich das vielleicht schon die nächsten Mal zumindest mache. Zumindest habe ich ja ein ganz Regalbrett, was ich dann neu auffüllen kann und wo dann halt viele, viele Bücher wieder verschwinden könnten. Also nicht jedes Mal wahrscheinlich, aber ja. Das war's von mir und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Bye bye. Bye bye.